Hi Leute, das Sanu hier. IGN hat im Rahmen ihrer First-Kampagne, also IGN First, Star Wars Outlaws dieses Mal im Gepäck und hat deutlich mehr Infos, als wir die letzten Wochen bekommen haben, in einem großen Video zusammengepackt. Beziehungsweise, es war ein Video, wo mit Massive und mit Julian Gertie über die Open World und über Star Wars Outlaws gesprochen wurde. Und alles Wichtige, was man daraus hätte ziehen können, habe ich für euch hier in dem Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns auf dem Discord vorbei. Und jetzt gehen wir die ganze Sache durch. Der Traum von Massive war, ne, die für eine sehr gute Open World bekannt sind, einfach der Traum, dass es nicht nur eine Open World, sondern eine Open Galaxy wird. Ne, quasi, das haben sie ja wohl gepackt, dass man von dem Planeten und die entsprechende Galaxie, dass sich das als ein großer Spielplatz anfühlt. Und dabei wird Star Wars Outlaws das legendäre cinematische Vermächtnis der Filme weiterführen. Und daran ist es auch ganz doll angelehnt. Die Inspiration dafür kam natürlich zum Glück von der ursprünglichen Originaltrilogie, also von Star Wars Episode 4, 5 und 6. Das Spiel soll sich als bewusst sehr cinematisch spielen und wenig Durchhänger und Durchlauf haben. Es soll wirklich überall was zu holen geben und das Ganze halt, wie gesagt, wie als wenn man einen guten Film schaut. Um das Ganze so ein bisschen an die alten Filme angehalten, ein bisschen optisch zu verdeutlichen, hat Star Wars Outlaws eine Barrel Distortion, so ein Fischaugenblick, je nachdem, was man benutzt. Hat Vignetten, wie man sie kennt, auch von früher noch, hat Filmgrain und Chromatic Aberration. Das sind so ganz spezielle Effekte hier, so grobe Körnungen und so. Ihr kennt das, in den meisten Spielen stelle ich es aus. Ich persönlich, in den meisten Multiplayer-Games stelle ich es aus, weil es dann meist ein Handicap ist und wenn andere, besonders wenn es um PvP geht. Ne? In dem Fall ist es absolut nice und trägt natürlich extrem zur Atmosphäre bei. Unterstützt wird auch Ultra-Widescreen für Leute, die einen entsprechend gepowerten PC haben und entsprechende Monitore. Und Mass Effect 2, für alle, die Mass Effect die Serie gespielt haben, Mass Effect 2 hat großen Einfluss genommen auf das, was Star Wars Outlaws hier auch bietet. Man wird verschiedene Möglichkeiten haben, wie man in einem Dialog antwortet und die Story soll einen packen und vorantreiben. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und überall soll es interessante Dinge geben, die abseits des normalen Pfads sind. Ne? Also, dass man wirklich, dass Erkundung belohnt wird und das ist generell in Spielen sehr, sehr wichtig. Und in einem Star Wars Open World, ich freue mich da tierisch drauf, das da auch machen zu können. 5 Planeten und die entsprechenden Monde gibt es. Alle variieren in ihrer Größe. Jetzt gab es einen Artikel, dass ja, man wohl bei 3 der 5 Planeten in 5 Minuten mit dem Speederbike komplett drüber gefahren wäre. So, jetzt ist halt die Sache. Wie schnell fährt das Speederbike im Spiel? Ist man mit normaler Geschwindigkeit gefahren oder hat man da den Turbo gezündet oder hin und her? Und wenn man rechnet, wie lang 5 Minuten eigentlich wirklich sind, wenn man die mal ja wirklich abläuft und dann schnurstracks nur mit dem Speeder unterwegs ist, dann weiß man schon, das ist nicht so klein, wie es vielleicht anfangs den Anschein macht. Wie man die ganzen Welten angeht, in welcher Reihenfolge, das bleibt komplett dem Spieler überlassen, was ich sehr, sehr cool finde. Die Map ist nicht zugeballert mit Icons und mit Points of Interest, die man abklappern kann, sondern alles ein bisschen weniger, dass man wirklich selber drauf achtet, oh, hier, das sieht ganz nice aus oder da in der Ferne, da ist gerade was los, dann fahre ich dorthin und lass mich da mal nieder und schau, was da abgeht. Dabei steht Qualität über Quantität, was ich sehr, sehr cool finde. Die meisten Ubisoft-Titel, besonders so manche Assassin's Creed-Teile, ihr wisst noch, die hatten so eine immens große, riesige Open World, die einfach so leer war, so leblos. Und da war ne, Quantität Programm, die Qualität hat da definitiv nachgelassen gehabt. Deswegen bin ich froh, dass sie hier wirklich Qualität den Vorzug geben. Erkundung gibt einem dabei auch deutlich mehr Informationen, die man braucht für entsprechende Quests oder ähnliches. Die Map-Größe sind ungefähr 2 oder 3 Zonen von Assassin's Creed Odyssey zusammengepackt.
Es gibt Stealth-Infiltrationen, die machen kann. Ne? Wir hatten eh schon mal in einem anderen Video auch gesprochen. Stealth wird hier groß geschrieben. Wer Bock hat, unerkannt Missionen zu machen oder Gegner umzulegen, der wird mit Star Wars Outlaws eine helle Freude haben. Dann gibt es Dogfights, natürlich, ne? Wenn wir im Open World, Open Galaxy Space unterwegs sind, im Orbit der jeweiligen Planeten oder Monde, dann wollen wir da auch natürlich nice Dogfights haben. Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden und Blasterkämpfe, natürlich Star Wars, das bietet es und da haben sie extra nochmal ein Hauptaugenmerk drauf geworfen. In Anlehnung, wie sich das Ganze wohl spielt, gepaart mit der Open World und dem Charakterdesign und der Interaktion mit der Welt und mit dem Planeten, haben sie sich wohl ein bisschen an Marvel Spider-Man Games orientiert, die ich persönlich ja ganz geil finde, die aber, das was sie oben geschrieben haben, die Spider-Man Games sind zugeballert mit Sachen und mit Infos, wenn man die Map aufmacht, dass man fühlt sich manchmal ein bisschen genötigt, hier eins nacheinander abzugrasen. Deswegen finde ich schön, dass sie da versuchen, die Balance zu wahren. Das Ganze ist eine Evolution von dem, was Massive bisher gemacht hat. Und viele von euch werden es wissen. Massive kann Open World. Die haben The Division 1 gemacht, The Division 2, das Avatar-Game. Die haben alle großartige Open Worlds. Und das optisch auch sehr, sehr geil mit zu den Besten, was die Industrie zu bieten hat. Die Welt ist immer lebendig. Und das war, ne, hatten wir eben auch noch kurz angesprochen, das ist so eine Sache, die einen natürlich extrem rauswerfen kann, wenn es dem nicht der Fall ist, einem schnell langweilig wird. Deswegen bin ich froh, dass sie hier, nochmal auf das Thema Qualität anzusprechen, dass sie hier eine lebendige Welt haben. Dann wird es auch viele World-Events geben. Das finde ich auch ganz cool. Also zufällige Welt-Events, auf die man stößt. Sehr, sehr coole Sache und die holen einen auch immer wieder ab, während man einfach, keine Ahnung, eine normale Mission machen soll oder einfach auf Erkundung ist. Es gibt kein wirkliches Aufleveln im Spiel, das hatten wir auch schon mal angesprochen. Keine Stats, um die man sich kümmern muss, die geboostet werden oder Erfahrungspunkte, die man irgendwo reinklatscht. Das Ganze passiert absolut dynamisch und organisch und wird über mehrere NPCs im Spiel wird das geregelt. Sehr, sehr coole Sache. Fähigkeiten und entsprechendes Equipment sind an gewisse Experten, wie wir es gerade hatten, an entsprechende NPCs gebunden. Einfach Leute, die man in der ganzen Galaxie kennenlernt. Richtig cool. Und dann zum Schluss gab es nochmal kurze Info zu der Reputation mit den kriminellen Syndikaten. Ne? Aber da sind wir auch schon öfter drauf eingegangen. Da müsst ihr halt wirklich aufpassen, welchem Syndikat ihr euch anschließt, mit welchem ihr euch jetzt verscherzt oder nicht, weil ihr bekommt auch entsprechende Goodies, je nachdem, mit welchem Syndikat ihr gut steht. So, und das war's von mir, Leute. Das waren das Wichtigste aus diesem Artikel. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.